Hier ist Fred von Fred Spielen zu SimCity Folge 111. Damit hat diese Reihe aufgeschlossen zu dem großartigen, alterwürdigen Warcraft 3 Let's Play. Hat nämlich auch heute den 111. Geburtstag gefeiert. Das war übrigens ein Filmzitat. Wer es errät, geht natürlich dann gleich mal hier auf die Comments und droppt dann die Antwort. Okay. Was geht los? Was geht ab? Wir sind hier immer noch in Fred City am Start und werden jetzt die letzten Justierungen an dieser sonst so wunderbar perfekten Hauptstadt des Fettspielen-Imperiums Weltreiches rumbasteln. Was machen wir denn? Wir haben ein paar Tipps bekommen und zwar von Volrekrist, der hat gesagt, ich soll die kleine Straße zum Industriegebiet kappen. Das ist diese hier. Ja, aber am besten ohne die Klinik gleich in Mitleidenschaft zu reißen. Dann sind die Leute nämlich gezwungen, die Hauptstraße zu nehmen. Das stimmt. Die Frage ist jetzt nur, ob die Leute jetzt so abgefuckt sind, dass sie hier diese ewig lange Strecke nehmen müssen. Das ist das Problem. Aber gut, das werden wir dann ja vielleicht in den einzelnen Reaktionen der Leute sehen. Okay, weiter geht's. Der Player sagt, ich habe eine großartige Chance, eine Metallzentrale zum Upgrade zu kriegen. Und zwar soll ich alle Handelsdepots, die irgendetwas mit Erz zu tun haben, das ist dieses Handelsdepot, soll ich lokal verwalten. Mache ich auch glatt. So, das ist jetzt nur Versand, ne? Haben wir noch irgendwo ein Handelsdepot? Ne, das ist nur Erz, Öl, das ist Erz. So, ich soll also dieses Handelsdepot, ich gucke echt nochmal, hier ist noch eins mit Öl. Ne, sonst haben wir alle. Das soll ich auf lokal verwalten machen, schauen, bis sich die Lager füllen und dann, wenn das Lager voll ist, dann wieder auf exportieren, am besten um 0 Uhr in der Früh. Und dann wird das nämlich dazu führen, dass wir hier die erforderlichen Metallgewinne einfahren. An einem Tag. 160.000 brauchen wir. Kriegen wir hin? Machen wir glatt. Danke für den Tipp. So, Marcel schreibt, er möchte hier bei den Villen-Gegenden, hier haben wir auch unsere Villen und hier bei der Freiheitsstatue, möchte er auch Villen haben. Kriegst du, mein Freund. Kriegst du gerne. Die werden wir jetzt hier hinsetzen und vielleicht auch noch irgendwo zwischendurch was... Ach nee, da haben wir ja schon die Parks. Sie brauchen geil. Guck dir mal an, wie geil die Leute darauf sind, hier zu wohnen. Sofort alles komplett zugebaut. Hier sogar was ganz, ganz Großes, aber nur der mittelhohe Grundstückspreis. Warum, 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 warum? Ah, ist noch nicht mehr so ganz im Einflussbereich dieses Parks. Komischerweise, der müsste doch eigentlich genauso viel bringen wie der. Der scheint jetzt gerade mehr zu bringen. Wow, jetzt geht's hier mal richtig ab. Also, hier ist große Villensache am Start. Aber wir wollten eigentlich kleinere Villen haben. Oder wollen wir hier doch die großen? Wollen wir hier was Großes haben? Weiß ich nicht. Ansonsten können wir die Straße natürlich wieder downgraden, weil jetzt entstehen natürlich hier riesige Luxus-Apartments. Vielleicht passt es auch mehr da rein. Ich habe keine Ahnung. Obwohl, nee, dann guckt die Freiheitsstatue. Kann man ja von der Freiheitsstatue... Die guckt ja in die Stadt hinein. Aber das sieht ein bisschen blöd aus. Oder man sieht sie ja dann auch gar nicht, wenn das hier zu groß ist. Ach, das geht ja noch. Das ist ja gar nicht so hoch. Ich habe jetzt gedacht, es kommt so ein Riesenblock. Das ist schon in Ordnung. Das können wir schon akzeptieren. So, wo wir schon mal hier sind. Sian Naido hat gesagt, ich kann hier auch mal eine Bushaltestelle hinstellen. Natürlich, das gehört auch zum gut sortierten Straßenverkehr. Haben wir hier eigentlich noch irgendwo eine Stelle, wo eine Bushaltestelle hinkommen könnte? Da zum Beispiel beim Erzbergwerk würde sich sicherlich auch gut machen. Hier irgendwo. Oh, da vielleicht noch. Aber ansonsten haben wir das ja schon mal ganz, ganz gut erledigt. Wir könnten vielleicht noch ein paar mehr Busse machen. Ihr habt gerade gesehen, 45 Minuten ist hier die Wartezeit. Vielleicht können wir dem ein bisschen entgegenwirken, indem wir noch ein, zwei Busse mehr aufstellen. So, weiter geht's. Jules hat gesagt, hier im Nordwesten können gar keine schönen, großen Arbeiterblocks entstehen, weil hier zu wenig Platz ist. Da hast du recht. Aber bevor ich jetzt alle Handelsdepots wieder nach unten setze und das alles umbaue, dann muss ich es leider so lassen. Dann ist es halt nur ein Trailerpark. Mehr kriegen wir da so leider nicht hin. So, weiter geht's. Naselkas hat geschrieben, das ist wieder so geil. Naselkas schreibt, Hochschule statt Grundschule. Und das klingt doch echt nach einem Slogan, oder? Wir haben also jetzt nach dem Naselkasschen Messezentrum jetzt auch das Naselkasschte Bildungssystem. Und zwar beruht das auf einem Ausbau der Bildung. Wir reißen die böse Grundschule ab und setzen uns eine große, tolle, allgemeine Hochschule hin. Da passen wir alle rein, da freuen sich die Leute. Und mit einem Erweiterungsflügel, den ich jetzt hier offensichtlich hier hinten hinsetzen muss, was mir gar nicht gefällt. Naja, immerhin kommt ein Erweiterungsflügel rein. Kann ich den... Ah, das kann ja auch so eine technische Hochschule sein oder so.
dann passt es doch, dass es damit zum Erzbergwerk kommt. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Möglichkeit, die Ausbildung der Leute zu gewährleisten, indem wir hier, sobald die öffnet, mehr Leute in die Bildung reinbekommen. Sehr, sehr schön. Und dann kann es weitergehen. Und es wird weitergehen. Aber nicht mit Fred City, sondern ich habe euch gefragt, welche andere Stadt in der Fred-Spielen-Welt ich mal wieder machen soll. Und da haben Jules Cube und SC-Fan sich für Fred Castle entschieden. Oh ja. Und da denke ich mir, natürlich, Fred Castle, da haben wir nämlich noch gar nichts gemacht. Und wir haben ja noch was vor. Das britische Stadtset, da hat noch keiner von euch gesehen. Sofern ihr nicht fremd geht und auf anderen Channel guckt. Ich jedenfalls nicht. Ich habe noch nie gesehen, wie das britische Stadtset aussieht. Und ich würde mal sagen, das würde ich doch unglaublich gerne hier mal haben und hier mal sehen. Und wie ihr aussieht, wie ihr seht, seht ihr nichts. Noch nichts. Noch nichts Britisches. Aber da werden wir dazu noch kommen. Ich habe hier, glaube ich, nur mal testweise ein bisschen was gebaut, aber bestimmt kein britisches Stadtset. Tja, was machen wir? Wir müssen erstmal Kohle machen, oder? Ich glaube, ohne Kohle kriegen wir hier nämlich gar nichts hin. Und dann machen wir doch mal etwas, was wir... Das haben wir eigentlich schon oft gemacht, oder? Wir haben doch oftmals schon einfach nur testweise ellenlange Straßen mit Trailern und Industriefabriken und sonst was uns ins Haus geholt. Ich glaube, das werde ich jetzt auch mal machen. Einfach, um hier in möglichst schneller Manier... Ne, hier sollte aber nichts gebaut werden. Mal ganz im Ernst. So. Ich glaube, ich habe hier in Fred Castle schon mal gebaut, um Geld irgendwo rüber zu schicken. Also nicht wundern, dass ihr hier noch ein paar Relikte früherer Zivilisationen seht. Das hat auf jeden Fall was damit zu tun. Aber jetzt machen wir es anders. Jetzt ziehe ich einfach nur mal ein paar Straßen rein, damit wir hier Geld machen. Wir brauchen nämlich Geld, denn wie kommt das britische Stadtset zustande? Ihr erinnert euch vielleicht daran, an die Diskussion. Natürlich geht das nur, indem wir den Big Ben bauen. Wir schauen nochmal drauf. Auf Kultur und sehen hier das Wahrzeichen Londons, Big Ben, die Uhr auf dem Elizabeth Tower. So, und die müssen wir hier erstellen. Erst dann kriegen wir die Wohn- und Gewerbegebiete im britischen Style. Und dafür brauchen wir viel Geld. Ich glaube, so viel Geld können wir hier, glaube ich, auch gar nicht mit unserer Taktik hier fahren. Obwohl wir machen natürlich hier schon große Gewinne dafür, dass die Stadt so klein ist. Aber ich fürchte, wir müssen mal wieder in die Region gehen und uns Geld holen. Die EU hat kein Geld. Frechado, bonjour. Wie geht es dir? Guck mal, da hört es schon auf mit allen Französischkenntnissen. Doch, das weiß ich. Wie geht es dir auf Französisch? Ça va? Comment ça va? Nee, ça va? Ça va bien heißt hier was, mir geht es gut. Ça va? Ja klar, ça va? Ça va bien. Ah, ich kann Französisch. Naja, es geht so. Aber auf jeden Fall komme ich mit meinem französischen Kenntnis so weit, dass ich es schaffe zu vermitteln zwischen Frechateau und Fred Castle. Und da werden wir nämlich jetzt mal ein großes Geschenk, ein riesengroßes Geschenk rüberwachsen lassen. 700.000 Simoleons wechseln die Besitzer raus aus dem Französischen rein ins Britische. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir... Ach, können wir gar nicht. Ich wollte eigentlich von Fred Chateau nach Fred Castle was schicken. Aber ihr seht ja selbst, das ist so gar nicht möglich, denn die beziehen selber aus der EU ihre Unterstützung. Also, rein nach Fred Castle. 700.000 Simoleons sind dabei, die Besitzer zu wechseln und wir sind natürlich ganz, ganz gespannt, was hier passiert. Und wir können uns ja in der Zwischenzeit, das wird jetzt ja wieder ein bisschen dauern, das dauert ja immer so ewig, warum auch immer, können wir uns ja mal überlegen, wie sieht denn eigentlich so eine typisch britische Stadt aus? Wart ihr schon mal in Großbritannien? Wenn ja, dann schreibt es doch mal in die Comments. Ich bin sehr gespannt auf eure Inputs, auf eure Ideen, wie denn eigentlich das auszusehen hat, wie so eine typisch britische Stadt aussieht. Wo wart ihr denn schon mal? Ich selbst war eigentlich nur in London kurz und kurz in Edinburgh.
Ansonsten habe ich auch nicht so wirklich die große Erfahrung gemacht. Aber wenn ich so an britische Städte denke, vielleicht auch durchs Fernsehen, denke ich immer an diese kleinen Reihenhäuser. Irgendwie. Weiß auch nicht. Das passt so ran. Und ja, an mehr leider nicht. Also irgendwie bin ich da ein bisschen unbeleckt. Und wow, hier innerhalb der EU klappt das aber auf jeden Fall sehr, sehr gut mit dem Geldtransfer. Ihr seht es, wir haben schon das Geld da. Wir müssen hier gar nicht, sind gar nicht mehr darauf angewiesen, hier viel Geld noch selbst zu erwirtschaften mit unseren Billigblocks. Wir können also diese Testsiedlung mal wieder abreißen. So. Und können mit den 717.000 Simoleons, die wir haben, tja, uns überlegen, wie wir den Big Ben setzen. Der Big Ben ist ja eigentlich auf dem Elizabeth Tower an der Thames. Das heißt ja, wir haben hier keinen Fluss. Das ist schlecht. Das heißt, wir müssen ein bisschen improvisieren. Dann machen wir es wenigstens an so einem Park, oder? An der Hauptstraße und an einem Park. Es muss ja schon ein bisschen geil aussehen. Ja, wir ziehen eine Hauptstraße rein. Wir ziehen hier irgendwo eine Hauptstraße rein. Und da machen wir einen Park dann. Da kann der Big Ben. Irgendwo zentral. Ja, das wäre vielleicht noch eine Geschichte, die wir machen können, oder? So richtig gefallen tut mir das auch nicht. Ich weiß nicht, ob mir diese große... Ich würde am liebsten hier wieder einen Kreisel bauen, weil mir das Kreisel so ultra geil gefiel. Wollen wir uns einen Kreisel... Gibt es auch Kreisverkehr in Großbritannien? Nicht mal das weiß ich. Keine Ahnung, was die da so treiben, die Briten. Ob sie im Kreis fahren. Ich weiß, dass es Rechtsverkehr gibt. Also Linksverkehr meine ich. Rechtsverkehr gibt es bei uns. Linksverkehr. Das ist schon schlimm genug. So. Ist eher so eine Schlaufe, so eine Öse, oder? Hält so links und rechts zusammen. Hat doch irgendwie was. Ach, sollte ich nicht eigentlich auch eine Hauptstraße rausmachen? Sollte ich. Sollte ich. Mache ich erstmal wieder rückgängig. Das ist ungefähr die Mitte, oder? Wir müssen ja auch nicht zu pingelig sein und päpstlicher als der Papst. Ist das schon eine Straßenbahn-Geschichte? Nee. Straßenbahn. Sind Straßenbahnen britisch? Eigentlich nicht. Underground ist britisch. Also wir können U-Bahn bauen, na klar. Subway. So. Hier aber erstmal ein Kreisel, einfach weil ich es sogar geil finde. Und jetzt schauen wir mal. Ja, das ist irgendwie schief. Wir brauchen jetzt eine Linie, die das gerade nach unten fährt. Das will ich ja niemals hinkriegen. Tja. Jetzt machen wir das einfach frei nach Schnauze. Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. So, und jetzt, liebe Briten, bekommt ihr euer Wahrzeichen. Es geht los. Fred Castle, das britische Stadtset. Es möge beginnen. Wir holen uns den Big Ben ins Haus. So. Tja. Machen wir das einfach mal frei nach Schnauze. Rein da. So. Ich wollte es mitten im Park einbetten, ne? Das ist eigentlich auch keine schlechte Idee. Wir werden also mal hier, ich werde nochmal so eine Straße abzweigen. Und dort können dann die schönen britischen Häuser entstehen. Was wir jetzt noch brauchen, ist erstmal die allerhöchste Grundstückspreisentwicklung. Wir müssen also hier auch irgendwie parkmäßig daherkommen. Tja, was machen wir denn da? So ein Park mit einem kleinen Brunnen. Der hat sich doch schon immer bewährt. So. Oh, das ist aber schön hier mit den Schatten. Alles klar, Grundstückspreis ist schon mal super. Jetzt geht es nur noch um die Dichte. Ach, das darf keine hohe Dichte sein. Das darf eine mittlere Dichte sein, ne? Ja. Also mittlere Dichte. So, wie können wir die Dichte erhöhen? Wir brauchen erstmal Strom. Kaufen wir. Wasser? Kaufen. Abwasser? Kaufen. Müll? Da müssen wir jetzt andersrum. Das finde ich übrigens immer total unlogisch. Ja? Wir müssen jetzt erstmal in die EU gehen, um das dahin zu schicken. Das ist doch scheiße. Obwohl, ist das unlogisch? Ich finde es nicht was doof. Wäre schön, wenn man das alles jetzt in einem
Abwasch machen könnte, Abwasser in einem Abwasch und nicht immer hin und her switchen könnte. Aber jetzt können wir mal kurz in die Uhr gehen, auch wieder auf Pause machen, denn ihr seht ja selbst, in welcher Misswirtschaft wir hier immer noch leben. So, jetzt aber Region. Und es kann losgehen. Also, Müll schicken wir jetzt auch nach Fred Castle. Geht nicht. Weil wir die schon alle wegschicken, oder weswegen? Breitgestellte Fahrzeuge. Irgendwas mache ich gerade falsch, aber ich komme nicht rauf. Das ist ja toll. Aha! Die kriegen schon welche, deswegen kann ich hier nichts hin tun. Okay. Das heißt, ich muss jetzt mal kurz den Schutz... Wir spielen ja sowieso gerade nicht mit den Städten, von daher ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Wir nehmen da kurz mal den Schutz weg. So. Wir ziehen alles von den Franzosen weg. Wir tun mal was für die Feindschaft. Die französisch-englische Feindschaft. Und werden den Missgunst hier noch weiter verstärken. Indem wir alles von den Franzosen wegnehmen und alles den Briten geben. So, das sollte erstmal reichen. Auch von Fredburg. Sehr gut. So, kriegt jetzt alles. Fred Castle ist rundum versorgt. Und dann können wir da mal reinschauen. Süß. So. So. Ihr habt alles, was ihr braucht. Jetzt brauchen wir noch eine geile Shopping Mall. Shopping Straße. Vielleicht am Big Ben, vom Big Ben ausgehend oder ja, hier so irgendwie. Ich weiß auch nicht so wirklich, wie, was ist denn so typisch britisch, auch wenn es so, weiß ich nicht, so Straßensysteme angeht oder so. Ist das so schief und krumm wie in Frankreich oder, ne, nicht schief und krumm. Ja doch, schief schon, aber nicht krumm. Wir haben ja sehr viele schiefe Straßen, die aber trotzdem sehr gerade sind mit Prachtalleen und Flaniermeilen und so weiter. Wie sieht es denn aus hier in Großbritannien? Soll ich alles rechteckig machen, aber nicht besonders symmetrisch? Ich habe keine Ahnung. Ich baue einfach mal ein bisschen drauf los. Vielleicht finde ich ja intuitiv schon das Richtige. Industrie brauchen wir auch. Könnten wir natürlich auch hier hinten am Kreisel machen. Ne? Wäre mal eine Sache. Dann müssten wir hier... Ah, ich weiß ganz genau. Und ich glaube, wir haben dieselbe Idee. Wir können natürlich jetzt hier eine Straße bauen. Aber was machen wir mit der? Richtig. Die legen wir unter die Erde. Oder machen eine Brücke. Wir machen unter die Erde. Tunnel ist geil. So. Ist gemacht. Jetzt können wir von dort aus... Das sieht nicht so ganz gerade aus irgendwie. Ich fange lieber mit der Straße an. Und dann können wir dort Industrie bauen. Im großen Style. Und dann die nächste Straße dann gleich irgendwie da ranbauen oder so. Mal schauen. Nee, irgendwie. Die Hilfslinien helfen mir heute nicht. Die Hilfslinien sind keine Hilfslinie mehr. Soweit haben wir es schon getrieben hier. So, ohne Unterricht. Ihr wollt Unterricht haben? Hab auch keine Ahnung. Was ist mit dem britischen Unterricht? Was gibt es dort? Gibt es auch ein dreigliedriges Schulsystem in Großbritannien? Gibt es auch ein Gymnasium? Ich weiß, dass es gute Unis gibt. Wollen wir eine Uni bauen? Das ist natürlich jetzt teuer, ne? 88.000. Vielleicht machen wir erstmal eine Hochschule. Aber eine Uni wäre eigentlich, da wäre eine feine Sache, glaube ich. Eigentlich brauchen wir eine Uni. Oder? Machen wir uns nichts vor. Wir müssen Kredit nehmen und eine Uni bauen. Hat jemand von euch in Großbritannien studiert vielleicht? Oder ein Auslandssemester gemacht? Wäre doch auch mal eine coole Erfahrung, die man scheren könnte. Wir werden jetzt hier eine Uni reinsetzen. Ein bisschen weiter dahin, glaube ich. Sehr schön. So, Forschungsprojekt. Ne. Aber kriegt ein Wohnheim. Ist das jetzt so, dass die trotzdem sich jetzt ja beschweren, dass sie keinen Unterricht haben? Liegt das jetzt daran, weil sie noch geschlossen ist, oder? Ich hoffe.
Ich habe jetzt keinen Bock, dass das jetzt irgendwie... Na, werden wir sehen. So. Brauchen wir Arbeiterblocks hier hinten, oder? Irgendwie kann die Straße nicht so richtig ganz an den Rand bauen. Kommt mir so vor. Oder ist das schon der Rand? Scheint schon der Rand zu sein. Der schwarze Rand. Oha. Auch mal ein witziges Zeichen. So, Mangel an Arbeitern. Den werde ich füllen. Beheben werde ich den Mangel. So, dann hier wieder los. Einzelne versprengte Existenzen. Und hier hoffen wir immer noch auf die britischen Bürger. So. Tja, hier ist ja eigentlich auch... Und müssen wir natürlich auch noch einen Bahnhof hinzaubern. Müssen uns noch was überlegen. Hier kann es erstmal weitergehen. Ja, Bildungskosten sind immens. Oh Mann, das haben wir uns jetzt schon wieder reingeritten hier. Ups. Das war nicht beabsichtigt. Ich glaube, wir müssen mal wieder noch einen Kredit nehmen. Es braucht doch immer so ein bisschen, bis man so eine Stadt hochgebumst hat. So, da entsteht was. Aber das sind doch keine Bildschirmhäuser, nein. Immer noch ohne Unterricht. Die Uni hat auch bisher nur Unterricht für Null Sims. Vielleicht sollten wir hier auch noch Häuser bauen. Ich mach das mal. Die haben doch schon quasi Unterricht, nur weil sie da wohnen. Wir können ja schon rüber gucken in die Uni und das reicht. Sollen sie mal nicht beschweren. Was haltet ihr davon, dass wir einen kleinen Kreisel machen und einen schönen Park reinsetzen? Das Amphitheater? Oh, bitte, bitte. Nein. Dann halt so. Alter. Hier darf gebaut werden, aber eigentlich nicht an der großen Straße. Das haben wir eigentlich den Leuten verboten. So, zwischendurch mal wieder etwas grün. Oh, das ist ja mal schöne matschige Textur. Hallo? Ist das gerade ein Fehler? Ach, das ist gar kein Schatten. Das ist ein Fehler. Das sieht ja furchtbar aus. Das sieht ja aus wie Weltraumscheiße. So, immer noch ohne Unterricht. Ich weiß auch nicht. Komm mal, wir müssen mal auf die Bildungskarte gucken, fürchte ich. Aha. Die haben schon... So, hier sind zum Beispiel alle Leute hingegangen, wie ich gesagt habe. Die fühlen sich schon dem Unterricht zugehörig, alleine... Jetzt steht er ohne Unterricht. Sag mal, gibt es tatsächlich... Also das Bildungssystem ist immer verwirrender. Hm. Selbst die Leute, die Unterricht haben, sagen, sie haben keinen Unterricht. Das versteht mal jemand. So, wie geht's eigentlich unseren Arbeitern? Mangel an Arbeitern. Tja. Da auch mal was tun. Hier gibt es einen Parkplatz für euch. Könnt ihr euch drauf tummeln. Tak, 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 tak.
und schon freut es die Leute. So, es gibt Toiletten zum Shoppen. Jetzt brauchen wir auch ein bisschen Zeit auch, ne, damit sich hier die Dichte entfalten kann. Auch hier in unserer Shopping Mall. Die Touristen sind super fürs Geschäft. Oh, der Big Ben macht natürlich gerade noch richtig Antikasse. Aber da werden wir was machen. Und natürlich bauen wir uns einen Busbahnhof für Doppeldecker, um mal wieder ein paar Touristen an den Start zu bringen. Das ist ja wohl klar, dass es hier der Doppeldeckerbus sein muss, wenn wir schon mal in Großbritannien sind, in England sind. Ich muss nur fragen, wo ich den hinsetze halt. Ach komm, machen wir das da irgendwo an den Kreisel auf. Zack. Und jetzt können wir mal dafür sorgen, dass die wunderschönen britischen Doppeldeckerbusse fahren in dieser Stadt. Wir müssen jetzt noch einen Kredit nehmen übrigens und dann wird es langsam ungemütlich. So. Und jetzt geht's los. Bushaltestellen. Eine natürlich direkt vom Big Ben. Big Ben, eine in der Einkaufsstraße, eine Haltestelle am Amphitheater. Hier gibt es auch noch welche an der Uni natürlich auch noch. Soll ich die noch an der Straße machen? Dann darf die weg. Und für die Arbeiter können sich auch freuen. Klingt auch gut. Läuft. Löppt. So, verletzte Sims. Ich habe euch noch extra Hilfe von außerhalb organisiert. Dann nehmt sie auch an. Keine Beschwerden hören. So, warum gehen die nicht weiter in der Dichte? Haben doch eigentlich alles, was sie wollen. Schätzen. Vielleicht bauen wir auch so rum. Und produzieren dann ein paar Sackgassen. Aber mit Baumreihen werden wir das natürlich nicht machen, weil hier soll ja die Arbeitersiedlung entstehen. Und da brauchen wir keine Bäume. Brauchen wir Basketballplätze. So. Aber mach ich's noch. Na komm. Das sah gerade echt schön aus, dieses Morgenlicht hier. Das Morgenmorgen. Jetzt peinlich. Wäre es nicht so. Okay, Parks, Basis. Hier kriegt jeder noch eine Ecke in Asphaltpark. Da will ich nichts mehr hören hier. Habt Spaß, macht Sport, ist gut für euch. So. Und Industriegebiete sind auch erforderlich. Vielleicht soll ich da mal so eine Straße. Die sah doch scheiße aus. Kann keiner was erzählen. Ich brauche noch ein Industriegebiet. Oh, das wäre auch mal witzig, wenn ich jetzt hier ein Industriegebiet auch mit einem Tunnel verbinden würde oder so. Oder eine Brücke. Aber ich glaube, dann ist das wirklich zu viel. Das ist ja... Ich meine, der Weg dahin ist nun echt ein bisschen lang, oder? Ich meine, sieht witzig aus, aber... ich glaube... Wer will denn hier arbeiten? Na gut, wir können natürlich eine Bushaltestelle hinsetzen. Dann hätten wir was. Für welche Produkte ist eigentlich auch Großbritannien bekannt? Ich habe mal von einer bösen Zunge gehört, dass eigentlich Großbritannien nichts herstellt, dass eigentlich sowieso in London nur ein großer, aufgeblähter Finanzsektor ist. Und eigentlich müssen wir dann hier nur Banken bauen.
Das muss ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. So. Hier auf jeden Fall erstmal ein kleines extravagantes Industriegebiet. Vielleicht können wir da ja auch ein bisschen Hightech ansiedeln. Und auf der anderen Seite ist dann die normale Industrie. Also ich weiß, dass eigentlich im Großbritannien so... Es gibt ja auch so eine Art Ruhrgebiet in Großbritannien. War ja auch Stahl, Kohle, alles mögliche. Heimatland der Industrialisierung ist ja auch Großbritannien. Hat ja auch seinen Grund. So, und hier können wir vielleicht die Straße verbinden. Ja, vielleicht können wir da auch lässig kommen mit einem Tunnel oder irgend sowas. Ups. Wir können das Ganze verbinden. Ja, und das Ganze mit Matschkotze noch bedecken. Dann sind wir auch alle glücklich. Okay. Tja, der Unterricht fehlt. Und irgendwie, da wo der Unterricht da ist, wir gucken nochmal auf die Karte mit Ausbildung. Ja, da wo der Unterricht da ist, die wollen, haben auch keinen Unterricht. Also irgendwie wirkt das jetzt alles buggy auf mich. Könnt ihr mir sagen, was ich mir hier ist Plastikkotze. Da haben die Leute Unterricht, aber dann irgendwie doch nicht. Ansonsten, bla. Ich habe auch keine Ahnung, was hier los ist. Aber, naja, mal sehen. Vielleicht renkt sie das Ganze noch ein. Vielleicht brauchen wir einfach ein bisschen Zeit. Muss ja auch nicht alles sofort im Hauruck-Verfahren geschehen. Aber das Wichtigste ist, Fred Castle steht. Es steht und selbst der Big Ben macht Profit. Das heißt... Wir können beruhigt erstmal das Ganze hier lassen und dann mal schauen, ob wir und in welche Richtung wir eigentlich jetzt mit Fred Castle gehen. Ich bin sehr gespannt auf euren Input, sehr gespannt, was ihr für Erfahrungen habt mit dem Königreich und was ihr denkt, was wir hier im Empire-Style aufbauen können. Ich bin sehr gespannt auf euren Input. Droppt in den Comments, was ihr von Fred Castle haltet und wie ihr es verändern wollt. Und wir sehen uns wieder nach 50 Likes. Euer Fred.